So, und da sind wir wieder bei Pokémon Perl. Und ich musste leider, leider ohne das neue Mikro aufnehmen, weil da etwas gefehlt hat an dem Mikro. Jetzt habe ich das direkt neben mir stehen. Das ist ziemlich scheiße, dass direkt neben mir steht. Ja, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Ja, das hättest du doch haben können, aber dann hast du halt doch nicht. Aber ich habe wenigstens meinen Stuhl, da sitze ich jetzt gerade drauf und wir sind hier gerade in Erzlingen. Der Stuhl ist übrigens bequem. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Hallo Trainer. Übrigens, ich lese das jetzt doch vor, weil wenn ich da, ich vorlese, dann weiß ich selber nicht, was ich sagen soll irgendwann. Besitzt du keinen einzigen Orden? Werden andere Trainer auf dich herabsehen wie auf einen Anfänger? Ach, keiner sieht auf mich herab. Obwohl eigentlich schon, ich bin ziemlich klein. Und damit das nicht passiert, zeige ich dir, wo hier die Arena zu finden ist. Das hätte ich bestimmt nicht alleine hinbekommen. Ich habe das Spiel ja nicht schon dreimal durchgespielt. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Wo steht jemand und wartet? Stehst du hier rum und wartest? Okay, hier. Was? Wie? Oh, du bist das. Hast du es doch bis hierhin geschafft. Aber du bist echt langsam, weißt du das? Du bist so langsam, dass der Arenaleiter schon lange wieder weg ist. Er sagte, er wolle oh ja, zur Erzlingmine. Ich habe meinen Orden ja bereits. Da ist mir das egal, aber. Und natürlich Punkt, 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 ne? Aber Hauptsache, du blockierst hier die Arena, ne? Übrigens, ich glaube, in diesem Haus hier konnte man ein Macholo mit einem Abra tauschen. Also gegen ein Abra tauschen. Und das würde ja durch den Tausch viel mehr EP kriegen. Aber ich glaube, ich mache da nicht. Oder doch? Ein Psycho-Pokémon wäre eigentlich schon ganz gut. Aber ich kann halt keinen Simsala daraus machen, weil ich kann hier am Emulator kein Online spielen und so. Und ich habe mir eigentlich auch überlegt, ob ich jetzt eine Aufnahme mache oder nicht. Ist eigentlich schon 21 Uhr. Und ich war eigentlich schon genervt, weil Nico nicht geklappt hat. Und so. Hat mich richtig genervt. Da war ich echt wütend. Hab schon gesagt, nee, heute will ich gar nicht mehr aufnehmen, aber muss halt. Das wird hoffentlich auch schnell hochgeladen. So, das macht mal roter Blitz eben fertig, das Onix. Onix könnte ich auch noch fangen. Könnte ich aber auch besiegen als Training. Komm hier, besieg mal. Zeig deine Stärke. Schwach. Fange ich's halt. Und ja, ich hätte dort unten Pokéball drücken sollen. Ernsthaft. Okay. Tempo-Hieb. Tschüss. Das ist sehr effektiv. Wie soll es denn auch anders sein? Onix ist doch schwach. So, den Pokéball wollte ich mir dort oben holen. X-Abwehr. Ja, das kann man ja eh in der Tonne kloppen. Habe ich nie verwendet, so ein Zeug. Hat mir auch nie was gebracht. Ist ja eigentlich nur eine Rundenverschwendung. Ich habe dieses Macholo auf der Route 207 getroffen. Es ist mittlerweile mein bester Partner geworden. Boah, das ist bestimmt Level 7. Was guckst du denn da die Wand an? Eigentlich wollte ich jetzt mit ihm reden, aber gut. Wenn jetzt gerade ein Kleinschein gegen mich kämpfen will, dann
Dann kann ich wohl nicht anders. Ist übrigens eine scheiß Idee, mit Shinnok vorne zu kämpfen. Ich will ja, dass Shinnok endlich eine Elektroattacke lernt. Damit wir gegen unseren Rivalen auch gut in Form sind, obwohl er... Wenn sein Plinfer jetzt auf seine letzte Entwicklungsstufe kommt, dann hat das ja Stahl als Zweityp. Also Empoleon hat Wasserstahl. Also da würde ich mit Blitzen auch nicht sehr viel ausrichten. Shinnok erlernt Ladevorgang. Das ist eine Elektroattacke, aber die nützt mir eigentlich, glaube ich, gar nichts. Ich verrate dir etwas. Ich habe meinen Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Boah, Drogendealer. Bei Schmuggeln denke ich direkt an Drogen. Wieso? Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, der hätte sein Pokémon in der Hand. Was auch immer der da in der Hand hat. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Hier, ich habe es schon halb gegessen. Ja, hier ist Ladevorgang. Könnte ich jetzt gerade mal gucken, ob der doch wirklich keinen Schaden macht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher. Ja, macht keinen Schaden. Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf. Ja, schön. Ich habe keine Elektroattacke. Okay, roter Blitz macht nichts. Bald kann das Flammenrad erlernen, das roter Blitz, der roter Blitz, was weiß ich. Es gibt übrigens wirklich ein Pokémon im Anime von Pokémon, das roter Blitz heißt. Das ist aber nicht Panflamme oder seine Entwicklungsstufen, sondern ein Xerox. Wollte ich jetzt nur mal als Randinfo bemerken. Und ein Zubat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ein Zubat auch roter Blitz heißt, sondern dass hier ein Zubat angekommen ist. Angeflogen kam. So, was machst du hier? Ha, lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke Zertrümmerer kann man Felsen aus dem Weg räumen. Wow! Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Der hat aber gar nicht den Pfad blockiert. Du hast einen unschuldigen Felsen getötet. Schäm dich! Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen. Und das bin ich. Da, da, da. Und dann haut er schnell ab. Du fieser Schänder! Na gut, ein schwerer Kampf während meiner Pause. Wie immer was zu fressen in der, im Arm. Im Arsch. Natürlich. Mit einem kleinen Stein bereits. Bereit zum Kampf. Dann kannst du gleich mal auf Müllkippe werfen. Wir haben dafür roter Blitz. Der auch bald irgendwann eine neue Nahkampfattacke kann. Eine ganz gute Nahkampf. Habe ich gerade eine Nahkampfattacke gesagt? Okay, eine neue Kampfattacke. Nahkampf. So. Wenn das nicht immer One-Hit gibt, dann bin ich nicht sehr stolz auf dich, roter Blitz. Man hört mich vielleicht noch klicken. So, bei Onix gibt das bestimmt keinen One-Hit. Und ich habe jetzt extra nicht zu Shinnok gewechselt. Aber wir können ja beten, dass es One-Hit gibt. Okay, wir brauchen nicht beten. Habe ich gerade gebetet? Ich habe gerade so ein Fallzeichen gemacht. Und dann kam ein Volltreffer. Alter, das soll ich öfters machen.
Nein, ich hab kein Erbarmen. Hau ab. Geh zurück in dein Loch. Schaust doch eh nur den ganzen Tag diesen Kohlestein da an. So. Fluchtseil, okay. Das brauche ich ja nicht. Will ich hier jedenfalls noch nicht verschwenden. Ich hätte von dieser Seite aus hier hinkommen sollen. Flucht. Immer gegen Wände laufen. Ist ja schön. Du hast den Stein da noch liegen lassen. Mach ihn gefälligst fertig. Der liegt doch im Weg. Ne, ganz ehrlich, die Steine, die dort links in der Ecke lagen eben, die großen, die hat er natürlich nicht weggemacht. Gehen wahrscheinlich auch nicht weg. Aber die kleinen hier, die müssen natürlich kaputt gemacht werden. Der hier liegt zum Beispiel im Weg. Und der Typ steht auch im Weg. Aber den armen Stein da, den hat er kaputt gemacht. So, dann renne ich mal hier wieder raus. Ich will hier nicht ewig bleiben. Ich habe gerade gedacht, da wäre was. Hier ist übrigens das Museum, da kann man seine Fossilien wieder zu Pokémon machen. Fossilien kommen erst, aber erst später ins Spiel. Also da müssen wir schon in die übernächste Stadt, wenn ich mich recht entsinne, reisen. So, hab das mal eben wieder eingestellt. Und dann gehen wir hier rein. Und wir gehen natürlich nicht hier oben lang, das ist ja der Pussyweg. Wir gehen den Trainerweg. Du hast den langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du das getan hast. Ich habe das getan, weil ich es so viel spannender finde. So, Kleinstein. Bring mal Innovation und nicht Kleinstein. Das ist Kleinstein. Er steht. Innovation. Ja, 1 und 1 neues Werbegesicht, Kleinstein. Das sehen wir ja sofort. Mach doch mal den perfekten Dance-Move, Einigler. Dann machen wir gleich mal ein Tempo-Hieb drauf. In deine dicke Fresse. Und das hat natürlich überlebt. Mach direkt nochmal Einigler. Und noch ein Tempo-Hieb. Hier willst du ein Tempo? Also wirklich viel EP bringen die jetzt nicht. Was? Keiner versteht, warum ich mit dir kämpfen wollte. Nur Trainer mit Siegermentalität können eine Pokémon-Arena herausfordern. Ich bin ein Sieger. Kannst in meinen Augen sehen. Noch ein Kleinstein. Du bist der Herr der Innovation. Und das ist Shinux. Bekannt für blaues Fell. Boah, ihr könnt aber gut Einigler. So, hier Tempo Hieb. Und ciao. Natürlich.
das auf Level 10 hatte ungefähr genauso viel noch übrig. Nach Einigler. Das kann ja eigentlich nicht sein. Außer wenn die alle gleichen Verteidigungswert haben. Aber das war jetzt auch nur einfach. Level 16. Kratzfurie. Spinste. Will der hier eiskalt Kratzfurie erlernen? Wie viel macht der denn? Muss mal gerade gucken. 2 bis 5 Mal. Und 80%ige Genauigkeit. Also eigentlich wert stärker als Kratzer. Also mache ich das mal. Ich setze Kratzer ja eh kaum noch ein. Oder Blitz erlernt Kratzfurie. Als nächstes wird Onyx eingesetzt. Da setzen wir doch gleich mal wieder unseren Tempo-Hieb ein. Also ich kann mich erinnern, dass die alle mit One-Hit weg waren, aber da habe ich glaube ich nur Roter Blitz trainiert, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ach, das war ja nix. Das ist demütigend. Nein, das ist nicht demütigend. Fühl dich geehrt. Du bist in einem Video drin. Willkommen, das ist die Arena von Erzling. Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich bin Veit, der Arena-Leiter. Oh, was ein Veit. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arena-Leiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Kannst du ja nicht einfach so ein Armband dran tun und dann messen? Kleinstein! Du bist der Herr der Emotion. Babo. Scheiße, ich hab Scheinux noch vorne. Hätte ich vielleicht auswechseln sollen vorher. Der macht doch eh nur Einigler, oder? Ne, der macht Tarnsteine. Aber ich wechsle eh nicht aus. Kannst dir sicher sein. Jetzt mache ich nur noch Tempo-Hieb. Ich bin auch ein Herr der Innovation. Und nicht der Herr der Elemente. Scheiße. Ja, ich mag die Arena-Seite-Musik. Was man super sehen kann. So, Scheinux Level 11. Übrigens, ich habe mir noch was überlegt zum 50-Abo-Special. Vielleicht könnte ich auch ein Horror-Let's Play Let's Playen. Ich habe hier noch Amnesia auf der Platte. Also könnte ich noch spielen. Habe ich mir auch schon mal so. Also habe ich mir gekauft. Letztens noch. Und ich habe auch noch Cry of Fear. Da könnte ich ein Multiplayer-Let's Play machen, wenn jemand Bock hätte. Aber da habe ich bisher noch keinen gefunden. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn das als 50-Abo-Special durchgeht. Ist ja eure Entscheidung. Ist ja nicht meine. Habe ich ja auch in diesem 50-Abo-Special-Ankündigungsvideo gesagt. So, Onyx ist weg. Dafür gibt es satte EP. Und dann kommt Cognodon. Das ist ein ziemlich gutes Pokémon, wie ich finde. Auch wenn es nicht die besten Typen hat. Aber ich finde es eigentlich vom Design her schon cool. Ich wollte nicht sagen schimmelig. Also schon eins meiner Favoriten, einer meiner Favoriten von den von den Fossilen.
Pokémon. Boah, da hätte er uns fast gekriegt mit einem KP noch überlebt. Und dann Tempo-Hieb einfach drauf, fertig. Also wer da jetzt geheilt hätte, der wäre eigentlich dumm gewesen. Habt ihr ja eben gesehen, im Kopfnuss, da ist mir fast alles weg gewesen. Und ja, da wäre das einzig Schlaue gewesen, halt von oben zu greifen. Das ist beschämend. Nein, das war großartig, dass ich gewonnen habe. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Du brauchst dich nicht schämen, du bist der erste Arenaleiter. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Kann ich mir auch vorstellen. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden, als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden, und dies ist auch noch für dich. Team 76, das müsste Tarnsteine sein. Hat er ja auch eingesetzt. TM76 enthält die Attacke Tarnsteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt deinem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Daher überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Und ich hau einfach ab. Tja, ciao. Jetzt heile ich mich nochmal schnell. Also ich überlege mir gerade noch, soll ich mir dieses Abra holen? Dass man da für ein Macholo tauschen kann? Oder soll ich das lieber lassen? Ich meine, das könnte ja super leveln, aber kommt halt nicht höher als Kadabra in der Entwicklung. Das heißt, das würde immer nur ein Kadabra bleiben und kein Simsala werden. Also bringt mir ziemlich wenig. Ach, Bums, natürlich. Ups, du hast den Orden bekommen, was? Wie genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat? Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen und das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewig genau auf meiner Liste. Hast du schon gesagt. In 10 Sekunden springe ich los. 9. Bah, wer hat schon die Zeit zum Zählen? Also ich habe eigentlich sehr viel Zeit meistens. Nur ich sage einfach, ich habe keine Zeit. Fertig. Ich will lieber aufnehmen. Oder irgendwas mit Kumpels machen. Macht ja auch keinen Spaß, immer irgend so eine Scheiße zu machen, die mich eh nicht interessiert. Boah, knapp. Ich könnte jetzt natürlich auch hoch in der Höhle gehen, aber da komme ich eh jetzt noch nicht weiter ohne Fahrrad. So, Flucht. Runterspringen. Und da sind wir auch schon wieder in Jubelstadt. Ah, das nenne ich ein perfektes Timing. Diese Schurken gehen so ein Blödsinn von sich, das ist unerträglich. Zeig ihnen bitte, was wir dazu meinen. Wir meinen dazu, das ist scheiße. Nein, das ist Blödsinn. Oh, Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns allen nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sie sind doch auch ein Geschäftsmann. Und es ist so einfach, Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und wir sorgen dafür, dass Ihren Assistenten nichts geschieht. Tun wir zusammen und erteilen diesem miesen Typen eine Lektion. Das ist auch cool Musik. Die haben immer solche schlechten Pokémon dabei. Die von Team Galactic. Shinux und Chillast vereint. Mach ich mal einen Tackle auf Wampel.
Das hat sehr viel gebracht, wie man sieht. Das ist sehr effektiv, wie man sieht. Sehr, sehr effektiv, wenn man den kleinen Zipfel da anguckt. Boah, was ein intensiver Kampf. Tackle, tackle, tackle. Und Blutsauger. Grenzt hier an Magie. Oh, wieso greift Chelast immer die gleichen Leute, also die gleichen Pokémon an, die ich auch angreife? Wäre doch viel schlauer, wenn Chelast auch mal Wumpel hier jetzt fertig macht. Während ich den anderen fertig mache. Denn so wird das ja nichts. Ja, genau so wollte ich das haben. Das ist der Nachteil an Doppelkämpfen, wenn man noch jemand anderen dabei hat. Die hören eigentlich nie auf einen. So, jetzt gebe ich dir den Rest zu, Bert. Okay, vielleicht doch nicht. Wenn ich mir gerade die KP ansehe. Ja. Doch nicht. Er macht das halt Chelast fertig. So, Level up. Ich bin kein Kind. Schreibt er ernsthaft unten in die Textbox einfach hin. Ja, wir wurden vor Kindern besiegt. Ihr lasst uns keine Wahl, wir werden uns zurückziehen. Denn Team Galactic hat immer Mitleid mit Schwächeren. Wie man sieht. Und ciao. Die Bande, sie nennt sich Team Galactic. Hätte ich nicht gedacht, habe ich ja vorher schon erwähnt. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben die eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galactic scheinen die Energie für irgendwas nutzen zu wollen. Wie dem auch sei, das war sehr gut. Du hast wirklich Talent. Ja, ich war schon bei DSDS. Und du nicht, du Opa. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft haben. Ein schönes Bild. War richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Wusstest du, hast du auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Nee, hätte ich nie gedacht. Deine Forschung nach haben 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Das sollte man vielleicht nochmal nachrechnen. Also, lass uns weiter am Pokédex und am Projekt des Professors arbeiten. Wie wär's, wenn wir zusammenarbeiten und du nicht einfach wegrennst? Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass du mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Durftest du nicht. Ich will mein Geld zurück. Ich hätte echt Geld dafür verlangen sollen. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Statte dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Such unseren Sender einfach mal. Gay. Also ganz ehrlich, das hat mir eigentlich nie was gebracht, außer dass da kannst du dann halt ein Bild machen und wenn dann jemand sich mit dir verbindet oder dich in sein Freundebuch einträgt, ja, dann hat man das Bild halt von dem anderen dort hängen. Aber eigentlich bringt das nichts. So. Ach ja, ich spiele ja nachts.
So, und ich würde mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ich muss dann übrigens schnell hochladen. Also, nochmal. Ciao.